Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Low Rims Design. Heute machen wir wieder eine Fahrzeugvorstellung mit Quede, der alten Säge. Und zwar fährt er genau so einen Schlitten. Also von daher Film ab. Also erzähl mal, was hast du denn da überhaupt für einen Schlitten? Ja, es ist ein M2 Facelift LC 2017er, August 2017, ist ein Handschalter. Wollte ich halt puristisch haben, weil ich bin halt wirklich immer der Handschalterfreund gewesen und war für mich immer... Kein DKG. Genau, ne, wie alle fahren, wirklich 90% fahren DKG und wurde halt auch seltener gebaut, war halt auch so ein Grund, einfach so Wertstabilität. Und ja, das ist halt wirklich ein puristisches Auto, ist halt Unterbau M3, M4. So und halt oben kompaktes, kleines Auto, macht halt echt derbe Spaß, ne? Ist auch komplett Serie, also Motor ist halt komplett Serie noch. Das Gute ist halt bei den N55 Motoren, dass du kein OPF hast. Mhm. Also das ist wirklich... Naja, deutlich besser vom Sound und Co, ne? Da absolut, geht halt noch deutlich mehr. Ne, beim Competition hast du halt das Problem, dass du da wirklich OPF hast und halt leistungsmäßig natürlich viel mehr kannst, keine Frage. Aber sobald du da irgendwie Downpipes machst oder sowas, bist du immer über Dezibel, ne? Aber was geht denn da überhaupt nicht? Sag mal, abgasanlagenmäßig fährst du jetzt eine andere Abgasanlage? Ist komplett Serie. Du kannst ja. Dafür klingt der aber schon zornig. Ja, das ist halt ab Werk wirklich. Das haben die bei dem ohne OPF halt geil. Und beim Competition bist du halt wie so ein Dyson-Staubsauger. es ist wirklich so. Ne? Das kann man wirklich nicht anders sagen. Ja. Und das ist halt so der Vorteil. Natürlich hast du beim Competition natürlich richtig, hast du halt mehr Power halt vom Ganzen. Aber es ist halt wirklich, muss man halt für sich auch, natürlich kostet ein Competition auch 10, 15k mehr. Ne? Ja, klar. Muss man halt auch einfach sagen. Und wem das wert ist. Aber andererseits, wenn du Leistung haben willst, dann musst du tatsächlich ja eigentlich eher auf Competition gehen. Ne? Das ist ja eventuell ist auch das Nächste. Genau, also der Plan eventuell. Der nächste Plan ist Competition, auf jeden Fall, auch also, trotz OPF. Ja, muss man leider, muss man immer sterben. Ja, genau, das ist so. Ja. Aber was hast du sonst noch an der Karre gemacht? Der ist ja also, ein bisschen tiefer, ein bisschen Spoiler-Mäuler. Genau, also ich habe den wirklich Vorbesitzer aus Bayern. Den habe ich wirklich bist du da ganz hingeschmollt? Ja, genau, ich bin wirklich 3000 Kilometer gefahren. Weil, ja, wirklich, also 730 Kilometer hin, 730 zurück. Boah. Weil er wollte halt mit Kennzeichen nicht übergeben. Ja. Das hab ich habe den Wagen im Juni gekauft dieses Jahr. Und bin die ganze Strecke wirklich komplett nochmal hingefahren. Oh. Ja. Das heißt, du bist zweimal dahin gebrochen? Genau. Ja. Ach du Scheiße. Das war wirklich ein Trip, ne? Ja, aber sonst, das heißt, also hat es gelohnt? Ja, also auf jeden Fall. Also Vorbesitzer hat halt echt Geschmack, war halt auch voller BMW-Freak, ne? So wie ich auch, sehr klein auf. Und da steckt halt das Herz für. Und Fahrwerk war schon drin, ist ein Low-Tech, High-Low. Also ist halt richtig cool so, weil du kannst halt schön tief eintragen. Ist halt wirklich ein Vorteil. Aber bist du durchaus mit zufrieden? Ja, durchaus. Also ist auf jeden Fall, ich muss ja mal so sagen, ich bin mal ehrlich, ich bin kein Nürburgring-Fahrer, also ich bin kein Rennstreckenfahrer, ich brauche kein Competition-Fahrwerk. Ja, wozu? Das ist halt immer nur haben. Ne? Und das ist halt für mich irgendwie so. Und dann fand ich so echt cool. Warum? Ja. Ist auch drin, alles gut. Perfekt. Felgen sind halt Serie, die können halt schon einiges. So, ja, die gesagt, Bremse ist ja auch. Bremse ist schon echt Top-Bremse. Es gibt noch die von Competition, die Trackpack. Ja. Die hat 400 mm. Das ist jetzt? 380. Ja gut, okay. Aber das ist ja schon amtlich. Das kann man ja schon blicken lassen. Ist schon amtlich und die verzögert auch echt gut. Spoilerschwert vorne war schon dran. Hinten der Diffusor ist glanzschwarz lackiert worden. Aber ist der originale Diffusor? Das ist ein originaler Diffusor, genau. Endrohre habe ich vom Competition. Weil sind größer oder? Die sind schwarz-chrom. Ne, die sind sehr richtig chrom. Ja. Richtig hässlich. Da waren vorher auch so eine Akrapovic-Attrappen drauf da. So ein Chinak-Müll. Ja. Und habe ich halt die Original, das ist das BMW, ne? Und die kannst du raufstecken.
Passt eigentlich nicht für den Auspuff, aber passt. Ich habe das ein bisschen. Achso, aber das heißt, die kann man einfach so adaptieren, dass man die so draufstecken kann? Ja, normalerweise. Der Competition-Auspuff hat halt noch so eine Nut quasi drin, wo er so einhakt. Ja, ja. Hält aber hier komischerweise auch, weil ich den ein bisschen gebogen habe. Ne? Perfekt, aber sieht gut aus. Ja, auf jeden Fall. Ich bin nochmal so ein bisschen für dezent und so. Ich mag das nicht so ganz so krass. Und hinten halt die Reflektoren sind weg. Da sind diese Einsätze drin, ne? Ach, jo, hier die kleinen Butcherdinger da, ne? Ja, also bei Schwarz musst du die roten Reflektoren drin lassen, finde ich, weil dann wirkt das noch ein bisschen. Ja, dann wirkt er noch ein bisschen breiter. Aber weiß finde ich das so ein bisschen sehr hervorstechend. Absolut. Und wie gesagt, originaler BMW Performance Carbon Spoiler, ne? Passgenauigkeit natürlich 100%. Ja, ideal, Standard. Ne, Spurplatten sind rundum drauf. Vorne 10, hinten 10, Spurseite. Also da kann ordentlich was im Radkasten. Also. Ja, aber an sich, ich finde, der fährt ja auch echt ganz schön tief. Also das sieht so gut aus. Und ist auch so eingetragen. Kein Schluren, kein Schleifen, nichts. Also ist echt top. Wie gesagt, du hast auch keine Kante hier drin. Das ist wirklich so frei hier. So. Oh ja, oh, das ist ja richtig cool. Super auch innensachhausmäßig oben gut. Alles entspannt. Das hatten wir sonst bei einem Kumpel, beim 340i, hatten wir da ein bisschen Struggle. Die Außenkante ist eine ganz geile, aber danach hast du das Innenradhaus noch so ein bisschen kommen. Dann flirrt der da. Also was immer ein bisschen stört, ist halt dieser Filz, der da drin ist. Ja, genau. Da ist ein Filz. Mhm. Machst halt ein bisschen warm und fertig. So. Ach so, ja. Irgendwann schreibt sich das frei sonst so. Ja. So. Das ist ja einfach so. Ja, wie gesagt, also nochmal zum Fahrwerk zurück. Klar, KW und alles bin ich auch voll für, bin ich auch gefahren vorher. Im 1,35, ich bin ja jahrelang 1,35 gefahren vorher und für mich war das halt der würdige Nachfolger so. Und jeder kennt mich halt auch mit dem 1,35, ne, wie das so ist. Ja, ja. Aber M2 war für mich halt Nachfolger pur. Und weil das halt noch ein russisches Auto ist und Fahrwerk war halt drin. So, warum soll ich das erstmal tauschen? Weil es immer noch besser als Serie. Klar, auf jeden Fall. Und ist halt auch kein Low-Budget-Fahrwerk. Ne? Also es gibt natürlich noch günstigere. Aber das Gute ist halt bei M-Fahrzeugen, dass halt wirklich nicht so viele Anbieter da sind. Ja, da hast du keinen Jungen. So, genau. Was, ne, wenn man so von früher alles kennt. Ich war letzte Woche auf der ersten Motorshow und da war wirklich so hier noch die alten Zeiten. So ja, DPS klar. Und keine Ahnung. Junge, dann schnurren die alle da mit den großen Kartons. Mit diesem komischen Rollwagen da, weißt du? Ja. Richtig gut, ey. Das war echt klasse. Nee, aber sonst, wie gesagt, so gelassen. Der kann wirklich Serie ja schon echt viel. Und in Weiß natürlich wirkt er noch mal viel breiter, weil du siehst halt die Silhouette und so. Ja, ja. Bei Schwarz wirkt er super bisschen. Schickes Auto, muss ich sagen. Nach wie vor. Ich finde, der passt richtig gut in die Welt. Ja. Aber also, andererseits, ja, es ist ja so, du hast ja auch schon den einen oder anderen BMW gehabt. Und vielleicht müssen wir mal gucken. Dann musst du uns mal ein paar Bilder schicken. Dann können wir die ja mal einblenden. Weil das ging eigentlich los ursprünglich mit E36 bei dir. Genau, ne? E36 war immer meine Ära damals. Ja. Also da bin ich wirklich mit angefangen. So haben wir uns, glaube ich, auch mal kennengelernt. Mit 19 Jahren. Ja. Jetzt bin ich 32, alter Sack geworden. Ja, die grauen Haare. Ja, genau. Die sprießen, ne? Ist einfach so, was willst du das machen? Nicht, das ist nicht schlimm, ich kenne das. Ja, es kommt aber auch gut an irgendwo, ne? Alles gut. Der alte Knacker fährt M2, so, weißt du? Perfekt, nee, ist Sugar Daddy. Echt gut, ey. Ne, wie gesagt, E36 mit begonnen und so ging dann wirklich die Ära wirklich bis heute durch. Ne? Also klar, ich habe einen Daily VW. Andere Sache. Ja, alles gut. Auf jeden Fall. E36 war für mich immer voll. Ne? Ja. Also da war ich immer voll, habe ich für gebrannt. Und überall mit dabei, Syndikat und was weiß ich, was da am BMW-Treffen ist. Und dann ja auch nachher über Gewinde, über Luft und dicke Rims und alles, also, was geht. Ne? Alles auch verboten nachher. Ne? Perfekt. Das so war aber für mich dann, ich weiß, 2016 habe ich aufgehört, so mit hier mit richtig. Dance Man. Genau. Das war wirklich, dann habe ich gesagt, ey, das kannst du nicht mehr fahren, weil ich bin nach Dresden gefahren mit Stahlfelgen, mit 80 Klamotten da runter. Ja, rechte Hinten Spur. Umgesteckt. Hast keinen Bock. Ja. So, heutzutage ballerst du lieber, ist einfach so. Ja, es macht mehr Spaß. Ne? Absolut. Und mittlerweile, die Situation lässt es ja auch nicht mehr wirklich zu, dass selbst auch Tobi da mit seiner Karre ist ja auch immer so, es wird ja immer schwieriger. Du hast ja gar keine Chance mehr. Aber du hast ja selber schon gesagt, der ist ja so schon laut, ne? Ja. Und ne, dann lass mal irgendwas, ne, hast irgendwie 80 Dezibel oder so noch eingetragen, hast verloren. Genau, dann ist vorbei. Jeder Kopf sagt, was ist hier los? Ja, ne? Da kannst du sonst viel sagen, ja, das ist hier so und so. Und das ist halt wirklich so eine Sache. Ja, und dann irgendwann, ich habe immer gesagt, ich will keine neuen Autos haben. Bin dann vom E36 auf den E39 M5 umgestiegen. Facelift war echt damals echt ein Schmankerl. Mhm. Echt super Auto. Ja, da war ich aber frisch ausgelernt. Kohlen raus, ne? Ja, weg, zünd und dann, an. Ja, und dann irgendwann standst du da, ja, scheiße. Und jetzt? Ich glaube, ich gehe wieder zurück. War echt ein bisschen teuer. So, ne? Taschenblank. War echt so. Also wirklich, hat mich damals echt aufgefressen, so mit Anfang 20 E39 M5 zu fahren. Habe ich alles selber bezahlt. War schon nicht ohne, ne? Muss man einfach sagen. Und dann bin ich zu alten. Ja, zu E36 Zeiten zurückgekommen. Ja. Hab dann wirklich nochmal richtig Gas gegeben, war auf diversen Treffen und hier und da. Und dann irgendwann habe ich gesagt, geil, ich habe Bock auf ein neues Auto. Und dann kam das irgendwann so. Dann und dann bist du ja über die Einserschiene dann nachher gegangen. Ne? Genau, dann bin ich in die Einserschiene gegangen, weil viele sind immer Dreier gefahren und so, mochte ich auch, habe ich auch gehabt. Aber ich mag halt dieses Kompakte und dieses Schnelle halt. Also, dass du halt wirklich so einen kurzen Radstand hast.
dass du wirklich ja, eine kompakte Karosserie hast und da wirklich auch Leistung drin steckt, ne? Ist halt geil. Ja, dafür ist so ein Ding natürlich prädestiniert. Ne? Das ist halt wirklich ein echt geiler Schlitten. Absolut. Guck mal, ich hatte 3,135. Ne? Nein. Ne? Weil einer nicht reicht. Ja, ja, das war wirklich so. Ne? Also zuerst ein Schwarzer, den habe ich dann Leitplanke gesammelt. Leitplanken Ping-Pong. Ja. Genau, quasi. So, war ein bisschen blöd halt. Ja, aber gut, das ist jetzt auch schon. Ja, 2017 war das. Echt, ja. So lange ist das schon her? Ja. Schon 4 Jahre her. Ui. Ja, dann habe ich den verkauft, noch in, wo wir da halt war. Ja, ja. Lang, an Bekannten. So, und dann habe ich mir einen weißen 1,35 gekauft. Der hat aber ein bisschen zu viel gelaufen gehabt, weil da wollte ich halt auch investieren. Aber habe gesagt, so, ja, man muss ja auch ein bisschen wirtschaftlich denken. Ja. Du hast ein Auto günstig gekauft, klar, keine Frage. Du steckst da ohne Ende Geld rein. Die Karre hat aber schon fast 200 gelaufen. Das ist dann ja auch so eine Sache. Ja. Also ich gesagt, komm, verkaufst du gut, habe ich gut verkauft. Und dann habe ich mir den nächsten 1,35 gekauft. Auch im Süden. Der war fast, also 50 Kilometer. Von dem entfernt. Ja, also die besten Autos halt wirklich aber im Süden. Ey, gekauft. Kein Scheiß, das ist wirklich so. Ich weiß nicht, wenn ihr das kennt oder das über Fahrzeuge seitens BMW und Co. Wenn man wirklich nach irgendwas Besonderem schaut oder was Geilem, dann ist das so, die sind in Süddeutschland. Absolut. Digga, das, der Wagen, der stand, der hat den nicht einmal bei Regen rausgeholt. Ich fühle mich ja schon scheiße. Ja. Ne? So, das ist Winter. So. Ne? Und der war ja wie geleckt. Der stand in der Garage. Immer zack. Ja, wirklich. Ne, war wirklich. Und auch er als erstes gefahren, so wie es halt gehört. Ne? So, das heißt aus erster Hand sogar, oder was? Nee, aber wo wir Probefahrt gemacht haben, hat er erstmal drauf bestanden, ich fahre erstmal damit und so. Ne? Ja, so finde ich auch sehr wichtig. Ja, ne, weil es gibt ja heutzutage so eine, ne? Ja, Vollgas-Piloten. Genau, so schön Probefahrt-Touristen, ne? Das ist immer, macht keinen Spaß. Aber wie gesagt, heutzutage, wie gesagt, gönne ich jedem. Soll er machen, man weiß nicht, was morgen ist, einfach machen. Ja, so, ne? Und wer weiß, die Spritpreise werden ja auch nicht billiger. Das heißt, du, dann muss man lieber jetzt noch mal ein bisschen Spaß haben und leck Arsch. Also komischerweise, ich habe gerade vollgetankt für 1,82. Ich war echt begeistert. Nicht schnell, ja. So ein bisschen die Zeiten kommen zurück, dass es wieder ein bisschen günstiger wird. Ne? Sonst warst du immer so bei 1,97, 2,01 Euro, war ich auch schon. Boah, Alter. Ja, ist heftig. Ne? Aber damit muss man, da darf man nachher nicht meckern. Weil man nein, das ist so. Ja. Ja, und im Endeffekt, wenn du so ein Auto hast, hast du ja im Schnitt normalerweise auch noch einen Daily, den du bewegst, wie absolut. Du, dein VW und dann ich sag mal so, ne, das sagen ja auch viele, die irgendwie ein größeres Auto fahren, wirklich nur Sonntagsauto haben oder so, die sagen immer ein Daily haben. Ja. Weil du gewöhnst dich daran. Ja. Und du sagst, ey, ich fahre M3, M4 oder M2 im Alltag, dann sagst du, ja, das ist für mich normal. Ich geh da, kein das Scheiß. Ist ja schon bescheuert. Als ich meinen E46 M3 noch hatte, war es genau so. Ich bin den auch selbst über den Winter gefahren und sowas und hatte den wirklich daily. Jeden Tag bewegt. So, und nachher sagst du, ja, an diese Leistung gewöhnst du dich so schnell und machst damit halt deinen Scheiß und sowas, aber das ist irgendwie dann nichts mehr Besonderes, wo du dann sagst, ey, andere denken, boah, geile Karre und du denkst, jo, alles cool. Absolut. Das ist halt ein bisschen schade. Das ist auch krass, was ich auch mittlerweile so ein bisschen entdeckt, auch gerade bei so einem Auto, wo du halt wirklich da richtig, ja, auch ein richtiges Abstimmung hast quasi und richtig krasse Querlenker M3, M4 halt, ne? Dann merkst du halt einfach, dass das gar nicht nur die Geschwindigkeit ist, sondern einfach, wie krass du in die Kurven gehen kannst. Ja, das Fahrgefühl und sowas. Ja, das heftig, Auto fährt wirklich wie so eine Schiene und stemmt sich da so richtig rein. Das hatte ich zum Beispiel beim 1er nicht. Das war wirklich so, war halt normaler BMW. Das war kein M-Modell. Du hast halt gemerkt, okay, der ist für mehr ausgelegt, weil Bremse war groß, 1,35, klar. Ja, ja. Sperde fehlt, da waren halt so viele Sachen, die nicht dazu, ne? Die passen hier halt. Ne? Ja, ja. Und die halt ein bisschen Software machst, dann bist du auch hoch zu bei der Leistung. Keine ich wollte sagen, wo ist so ein Ding denn jetzt derzeit? Also Serie haben die 370, ne? Die streuen immer ein bisschen nach oben, also 10, 15 PS kann man mal sagen. Also die liegen immer so bei 380, 390. Ne? Also da kannst du. Das ist schon gar nicht schlecht. Das ist schon gut, ja, und ist auch recht flott. Aber prinzipiell sagst du ja, um Leistung zu fahren, eher in Richtung Competition, weil du sagst ja jetzt, also für denjenigen, der eventuell gar Lust auf so ein Auto hätte, der kann sich gerne bei Quede mal melden, weil der will den Schlitten eventuell abgeben. Wenn's passt. Je nachdem, wenn es passt natürlich, genau. Und ja, das heißt, eventuelle Pläne wären ja in Richtung eventuell M2 dann wieder als Competition. Also M2 bleibt auf jeden Fall, weil das ist mein Auto so. Viele sagen immer, du bist voller Riese, warum hast du ein M2? Aber du hast da drin echt Platz. Ja. Es ist ja trotzdem immer noch, mal reingucken, ne? Da in den Schlitten hier. Wirklich, das ist immer noch ein großes Auto drin. Das ist ja kein, kein Polo, ne? Nee. Und ich habe wirklich, ich bestehe auf Autos ohne Schiebedach. Ne? Also Schiebedach ist für mich, finde ich beim M2 zum Beispiel total Panne, weil du hast schon so ein kurzes Dach und dann hast du hier ein Schiebedach. Ja, das ragt dann schon bis hier. Sieht dann auch kacke aus, ne? Sieht Müll aus. Ne? Ja, und andererseits, du brauchst eigentlich auch bei so einem Auto kein Schiebedach. Nein. Das ist, ne, wenn Opa oder so sowas kauft, gibt ja auch mehrere Geschäftsführer oder sowas, die irgendwie sowas im Alltag fahren und die haben natürlich Schiebedach. Mhm. Findest du auch viele Competition, weil es gibt mehr Competition auf dem Markt als die Facelift. Tatsächlich? Die wurden nur 11 Monate lang gebaut. Ach so, okay. Ja, das ist, also die sind seltener als ein Competition. Mhm. Competition wurde über 2 Jahre gebaut. Gibt es natürlich viel mehr Exemplare davon. Ne? Ja, ja. Alles gut. Ne? Und wie gesagt, das war für mich erstmal so ein Einstieg. Okay, war für mich auch komplett neu, so ein komplett F87. Ich kann es vorher gar nicht. Hast du mal gesagt, oh geil, ja. Kumpel von mir hat jahrelang schon einen.
gesagt, oh geil, wenn man später groß ist, kann man so ein Ding auch nochmal fahren, ja. Ja, das sind aber immer so Träume und man kann darauf hinarbeiten, ne? Das ist ja auch immer alles nicht geschenkt. Also ich krieg nichts geschenkt, das ist halt einfach, ne? Ist einfach so und dafür muss man hart hasseln heutzutage. Genau. Ist ja so. Du. Ja, und wie gesagt, also klar, der Motor hat Potenzial. Es sind viele Innereien vom S55 drin. Also S55 ist der Competition-Motor vom M3, M4. Und beim M3, M4 hast du halt das Glück, dass du da halt noch kein OPF hast. Mhm. So, und, und beim M2 haben die halt OPF mussten die halt. Ne? Das war halt wirklich wegen Abgasnormen und sowas. Ne? Aber Thema OPF, gerade beim M2, da kann ich dir gleich auch nochmal in Ruhe nochmal vertellen. Ja. Da gibt es nämlich noch ein, zwei interessante News, weil wir haben schon in der Pipeline einen weiteren M2. Der liebe Jan, da machen wir demnächst auch nochmal eine Fahrzeugvorstellung von. Und das ist ein M2 Competition mit OPF. Und da haben wir vielleicht noch ein, zwei Tricks und Kniffe, was wir euch nochmal erzählen können, was für denjenigen, der ein OPF hat, ganz interessant sein könnte. Aber dazu, wie gesagt, später mehr. Kann ich auch noch was dazu sagen. Olitzky kennt man ja auch. Ja. Olitzky Tuning, die bieten jetzt Sport-OPFs an. Aha. Also das ist wirklich auch eine Option. Ne? Also dann fährst du wirklich legal, hast ein Sport-OPF. Also das machen die gerade. Ja. Das ist gerade in der Mache. Auch kostet natürlich auch eine Stange Geld wahrscheinlich. Ja, und Olitzky ist natürlich nicht ganz der billigste, aber halt sehr gut, was sie so machen. Wie gesagt, ne? Wenn du so ein Auto fährst, dann musst du halt, ne, dann kannst du halt nicht Ling-Long-Reifen fahren. Genau. Ist halt einfach so, dann musst du halt einfach mal. So, ich wollte gerade sagen, dann fährst du normalerweise Michelin Pilot Sport und das fährst du auch. Ja, musst du halt, ne? Dafür ist das Auto. Ne, genau, dafür ist auch zu schnell einfach. Das haben wir an der falschen Ecke gespart einfach, ne? Ja, ja, dann brauchst du so ein Auto nicht fahren. Es gibt ja viele, die wirklich da, ich frage mich heutzutage auch, ich bin 32, ich habe mir das hart erarbeitet, ne? Ich habe einen guten Job, keine Frage. Aber heutzutage, ich sehe manche so mit 18, 19, 20, die fahren so ein Auto. Ja. Da denke ich mir so, Alter, wo haben wir angefangen? Ja, ne? Genau, heutzutage, also ich gönne denen das, ne? Absolut. Ich frage mich dann auch mal so, krass, ey. Ja, aber die dicksten Schrabbelbuden immer gefahren und irgendwie so hochgeschachert. Ne? Ja, ja, genau. Ja, man muss einfach so ein bisschen dran festhalten. Und ja, wie gesagt, also Motor kann auch, keine Frage. Also so 430, 440 PS kriegst du gut raus. Die sind auch standhaft. Stockblock, also Serie. Ja, 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 das kriegst du alles hin. Aber dann ist halt der Turbos irgendwann zugeschnürt. Mhm. Ne? Also da musst du halt Upgrade-Lader fahren, fährt auch ein Kumpel von mir. Und fährt 6,9 Sekunden, 100, 200. Ja. Ja. Ist schon gut. Ne? Ist schon amtlich. Ja, und der hat auch Upgrade-Lader gemacht, auch N55, aber DKG. Mhm. Natürlich, ich habe ja manuell und da bist halt immer ein bisschen langsamer. Aber ich finde es halt einfach. Aber fürs Feeling ist es deutlich cooler. Absolut. Damit rumracken oder sowas. Und selbst wenn man ein bisschen Scheiße bauen will oder sowas oder mal vielleicht quer abbiegen möchte, dann ist das halt das Getriebe, was du fahren musst. Muss auch, kann man ja auch einfach sagen, so ein Auto ist dafür präpariert. Ja. Also das Auto ist zum Querfahren einfach. Ja, das ist genau. Krass. Also ich fahre wirklich, ich bin immer so entspannter, ne, wirklich. Also ich bin nicht so jemand, der die ganze Zeit Vollgas fährt. Wir hatten auch gesagt, du willst die Karre verkaufen, deswegen müssen wir jetzt auch eben aufpassen. Nein, aber das ist, war schon immer so mein Ding halt, dass ich nie so über die Stränge, ich bin auch jahrelang Motorrad gefahren und da war ich auch immer so eher der Chillige. So, warum muss ich? Ne? Ja, so. Mit der GSX-R. Genau, ne? Das war schon gut. Ja, wie gesagt, man ist so ein bisschen gaskrank, ja, aber man muss jetzt nicht übertreiben und man wird ja auch älter und so ein bisschen gesitteter. Ja, immer mit der Ruhe, deswegen kann man sich dann ja nochmal ein M2 Competition dann holen, damit man ein bisschen Leistung fahren kann, wenn man gesitteter wird. Ne? Ja, aber das ist ja auch, also ich sag mal so, ein Competition ist auch mehr haben. So, ja, dieses, absolut. Ich hab ein Competition. Es ist halt schon geil. Ist so. Mir ist so leicht ein Zipper in der Hose. Muss man einfach so sagen. Muss man einfach so sagen, das ist Fakt. Ne? Ja. Also von daher. Ja, sonst würde ich sagen, sonst mach nochmal einmal an den Kasten, dann hören wir uns den nochmal von hinten einmal an. Ja, können wir wieder machen. Ja, da kann schon was. Das ist schon gar nicht so schlimm. Ja, siehst du, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Vorstellen. Du hast ja viel erzählt dazu. Ja. Soweit ein absolut geiles Auto, finde ich nach wie vor auch super, super schick. Ja, ich hoffe, euch hat es auch soweit gefallen. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt oder sowas, haut das in die Kommentare. Ja. Ich werde ihn dazu veranlassen, dass er mir das sagt oder selber vielleicht kommentiert gar. Sehr gerne. Ja, und dann würde ich sagen, besten Dank. Klar, Digga. Und so, wir schauen. Ja, ja, bis dann, ciao. Ciao, ciao. Besten Dank, also von daher, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Sonntagsvideo. Bis dann, ciao.